Willkommen bei Stimme des Gläubigen. Heute mit einem sehr interessanten Video. Ich weiß, dass viele Leute da draußen auf YouTube sehr gerne Videos anschauen über Verschwörungen. Und ich glaube, dass Verschwörungen zerstören. Und so, was meine ich damit? Und das ist gerade das, wo viele vielleicht noch nicht genau wissen, wo ich hingehe. Ganz einfach. Wir haben heute verschiedene Themen, wo Leute gerne hören. Und das ist Illuminaten, ja, dann haben wir Jesuiten, es gibt gewisse Prediger da draußen, die reden ja immer über die Jesuiten und über die katholische Kirche. Dann haben wir natürlich ist Mondlandung, Verschwörungen, wer hat John F. Kennedy getötet und so weiter und so fort. Und was wir sehen, oder ist das Virus wirklich echt oder ist es nicht? Und so, was wir sehen, ist eine Christenheit, die in sich drin immer mehr sich zerteilt. Wir sehen eine Teilung, wir sehen, dass Menschen immer mehr stärker eine gewisse Aussagekraft haben möchten. Sie möchten hier irgendwo in dieses Lager oder in dieses Lager gehören. Und wehe, du sagst nicht, dass es zum Beispiel Illuminaten gibt. Und die Bibel sagt in 1. Mose 6, Paulus warnt davor in Vers 4, der ist in Vers 3, so aber jemand anders lehrt und bleibt nicht in den heilsamen Worten unseres Herrn Jesu Christi. Nun, jemand muss mir erklären, wie diese Sachen heilsam sind. Die erste Frage, wenn man sich stellt, ist etwas heilsam, muss man fragen, wird man durch diese Dinge irgendwie errettet? Nein. Nun, kann man davon wissen, dass der Teufel der Fürst dieser Welt ist? Die Antwort auf diese Frage ist logischerweise ja. Aber wenn jemand und wenn man ständig das lehrt und das bringt, pass auf vor diesen Sensationsprediger. Was das ist, ist nichts anderes als Sensation. Sensation. Das ist alles, was das ist. Und was die Menschen wollen, ist mehr Klicks. Also sie machen Video wie zum Beispiel, wie kann man wissen, dass Kain von dem Teufel kam und zwar direkt von ihm befruchtet ist? Das ist Blödsinn. Die Bibel spricht nicht von solchen Dingen. Und es ist die Fantastischheit von Menschen, die sowas wissen. Und man tut von den heilsamen Worten unseres Herrn Jesu Christi und bei der Lehre von der Gottseligkeit, der ist verdürstet und weiß nicht, sondern ist seuchtig in Fragen und Wortkriegen. So, alles, was das Ganze bringt hier, ist Krieg. Krieg unter Christen. Man geht nur noch durch die Gegend und anstatt man redet von Evangelium, man fängt nur noch zu sagen, siehst du da, das ist von den Illuminaten. Und ohne zu wissen wirklich, wer das im Endeffekt sind. Man hat das Gefühl, alles ist vorprogrammiert und alles ist vorgesagt. Gott hat den Menschen einen freien Willen gegeben. Die Bibel sagt nicht nur, dass daraus kommen Wortkriegen, und aus welchem entspringen Neid, Hader, Lästerung, böser Argwohn? So, was wir heute sehen, und wir tun uns auf ein Wort beschränken, und das ist böser Argwohn. Und böser Argwohn ist nichts anderes, als man hat das Gefühl, dass jemand in einem bestimmten Lager ist oder jemand gewissermaßen denkt. So, wenn man dieses Video hört, viele werden wahrscheinlich schon weggeklickt haben und sagen, ja, oh, pff, der ist anscheinend, denkt er, dass die Mondlandung echt ist. Nun, unabhängig, ob ich das glaube oder ob ich das nicht glaube, ist es nicht viel wichtiger, was das Evangelium der Gnade Gottes ist. Darüber müssen wir uns nicht streiten. Weil was wir heute sehen, ist nichts anderes als viel Zerwürfnis und viele Fragezeichen. Wenn wir kommen zu Vers 5, Schulgezänke solcher Menschen, die zerrüttete Sinne haben und der Wahrheit beraubt sind, weil man nicht mehr über die heilsamen Worte von Jesus Christus spricht, hauptsächlich, sondern man sagt lieber, oh, ich habe die Wahrheit gefunden, ich weiß, was Hillary Clinton genau ist. Ja, und so, man kommt zu 2. Timotheus 2, Vers 23. 2. Timotheus 2, Vers 23, und das macht Klicks. Wir wissen schon, wie YouTube funktioniert. Aber der törichten und unnützen Fragen entschlage dich, denn du weißt, dass sie nur Zank gebären. Jetzt muss man sich fragen, wo
Wo hockt man dann lieber? Hockst du lieber zu Hause in einem Raum, tust jede Kamera abdecken, weil du denkst, dass, dass dich irgendjemand beobachtet? Oder fängst du an, hinauszugehen und das Evangelium zu verkündigen? Tatsache ist, wir haben hier im Westen noch eine Ansatzweise, wir können unsere Meinung darbringen, noch. Natürlich ist das am Weggehen. Aber das ist Fakten der Zeit. Stell dir vor, wie es die Waldenser gemacht haben. Sie wurden Händler und gingen hinaus in diese Welt und waren als Händler unterwegs. Meinst du, sie hatten Zeit gehabt, über Jesuitenverschwörungen und Illuminaten zu reden? Nein. Sie wussten, sie sind da. Sie wussten, dass sie gefährlich sind. Jeder weiß, dass man nicht kann mit der katholischen Kirche zusammenarbeiten. Das muss man nicht Sonntag für Sonntag für Sonntag für Sonntag bringen. Es ist nicht nötig, wenn man über Sprüche redet, ständig nur zu reden über irgendwie den Septuaginta als Beispiel. Und so, was man heute vergisst, ist, dass all das nur Krieg bringt. Und warum bringt es Krieg? Weil man möchte Leute für sich selber gewinnen und sagen, nein, nein, hör nicht darauf, weil die reden viel zu wenig darüber. Nun, was du bei Stimmen des Gläubigen bekommst, ist offensichtlicherweise die heilsamen Worte. Welche? Die Jesus Christus gesprochen hat. Das ist, was wir bringen. Das ist, was wir den Menschen helfen. Wir wollen sie nach oben bringen und nicht nach unten treten. In 2. Timotheus 2, Vers 22, flieh die Lüste der Jugend, jage aber nach, was? Der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden, mit allen. Die den Herrn anrufen von reinem Herzen. Weißt du, was unser Ziel ist? Ein Botschafter zu sein. Das bringt Menschen, die die Botschaft von Jesus Christus bringen. Und dadurch den Frieden, die Gerechtigkeit, eigentlich ist das zuerst Gerechtigkeit, den Glauben und auch die Liebe. Nur du kannst keine Liebe bringen, wenn du keine Gerechtigkeit hast, keinen Frieden mit Gott und keinen Glauben an den Herrn Jesus Christus. So möglich. Und so, was du hier bekommst, ist schlussendlich, und das ist, was du richten musst, wird hier ständig geteilt. Ja, entweder ich glaube an die wahre Bibel, entweder ich glaube an das wahre Evangelium oder nicht. Aber ob du jetzt glaubst, ob die ganzen, wie die Welt programmiert ist oder nicht, spielt in der Ewigkeit absolut keine Rolle. Es ist zerstörerisch, aber es ist nie, es zerstört ultimativ den Leib Christi. Und es zerstört den individuellen Gläubigen. Warum zerstört es? Weil der individuelle Gläubige anfängt, nur noch sich mit den Dingen zu beschäftigen. Er sitzt hinter jedem Stein, ein Teufel. Und was er nicht mehr tut, ist das Evangelium der Gnade Gottes zu bringen. So, ja, die Illuminaten hatten ein ganz schlaues Konzept gemacht, dass sie eigentlich diese Informationen rausgaben, damit Menschen, Prediger, sich damit können beschäftigen, um zu vergessen, dass eigentlich es geht vielmehr um das. Das sollte das Zentrum dran sein. So, wenn 75% von dem geredet wird, oder 50%, ist immer noch zu viel. Eigentlich sollte man weniger als 10%. Und es gibt Menschen wie Steven Anderson, die nur von solchen Dingen reden, die Leute aufwiegen, um irgendwie schlimme Dinge zu tun. Es bringt nichts. Ihr geht zum Teil auf englische Kanäle von Gene Kim und weiß was ich. Wenn er das Evangelium bringt, und er hat das reine Evangelium, und er hat die King James, preis den Herrn, gut. Aber diesen ganzen anderen Ding wird dich in Christus nicht weiterbringen. Sondern was dich in Christus weiterbringt, ist die Ortsgemeinde. Was dich in Christus weiterbringt, ist Jüngerschaft. Und das ist, was wir bringen hier im deutschsprachigen Raum. Wenn du Jüngerschaft brauchst, komm auf uns zu. Prediger@stimmedesgläubigen.de. Wir freuen uns auf dich und wir freuen uns auf dich.